So, tatsächlich, aber so eine richtige Waffe wäre schon geil irgendwie. Das war alles ganz nett, sich irgendwie dieses Kruppzeug hier irgendwie vom Leibe zu halten, so mit diesen dieser Technik, aber das ist natürlich immer so ein bisschen risikohaftes Spiel hier. Oh nee, okay. Muss tatsächlich da hoch. Und öffnen bitte. Du kommst mit. Ah. Drücke R2, um Leichen und Container zu plündern. Stirb. Schön, man kann sich natürlich auch so die Credits holen, das ist natürlich ganz geil. Nahkampf. R1 drücken. Na, komm mit. Nein! Scheiße. Oh, Sie, Scheiße. Sie! Gott sei Dank! Bitte helfen Sie mir! Alter, nein. Aber er hängt noch unter dem Plasma-Cutter. Ist das fies. Sind Sie Arzt? Ich würde ja ein Ja sagen, Kumpel. Alter, dein Brustkorb ist offen, Mann. Sie! Gott sei Dank! Bitte helfen Sie mir! Ey. Kumpel, ich weiß nicht, ob er mir überhaupt noch helfen kann. Beruhigen Sie sich, ich schneide Sie da raus. Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasma-Cutter? Oh Gott! Scheiße! Was zum Henker machen Sie da? Hilfe! Ich versuch's ja! Hilfe! Halt durch, Kumpel! Ich bin ja schon dabei! Ach, Scheiße, Alter. Keine Wichser. Okay. Scheiße, er hängt da noch drin. Okay, ich würde mich, glaube ich, mal ganz gerne heilen, wenn ich mein Menü sehe. Jetzt mal wirklich hier erstmal auf grün. Oder blau. Oh, damn, Alter. Ist das ein Stressspiel. Ist das ein Stressspiel. So, Kumpel. Ist da was passiert, oder? Oh, interessiert mich nicht. Nein! Ja, echt, ich muss jetzt wirklich die kostbare Munition. Scheiße. Das ist tatsächlich sehr schade, sowas. Wenn ihr das Spiel noch nicht mal eine Chance lässt, irgendwie das anders zu lösen. Naja, gut, okay, alles klar. Oh, was haben wir hier noch? Gut, dann schauen wir noch mal ganz kurz hier in den anderen OP-Seelen. Jawohl, Plasma-Cutter. Plasma-Cutter. Nice. Mucke. Schon finster. Also wie gesagt, ich persönlich finde ein großartiges Spiel. Aber es ist schon wirklich nicht ohne irgendwie. Es ist schon wirklich, es ist echt heftig und sehr explizit. Dana hier. Die Kreaturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich habe darin Übung. Versuchen Sie einfach zu überleben. Danke.
Ich bin erstaunt, dass Isaac hier so eine pseudo-coole Socke ist irgendwie. Ja, ist ja kein Problem. Du zeigst dir total traumatisiert an alles ein. Tja, hier haben wir nochmal das Leitmotiv. Cut off the limbs. Einfach ein bisschen. Gliedmaßen abtrennen. Okay, wir müssen da raus weiter. Ich schau mal hier hinten nochmal in der Ecke, ob wir hier was finden. Nope. Ja, die Leute, die es kennen, wissen. Dead Space ist halt ein Game mit extrem viel Backtracking. Das heißt, wir müssen halt Wege öfters mal zweimal laufen. Und die sind manchmal ganz schön heftig. Okay, was sagt mir? Der Scheiß wird gleich losgehen hier. Ist hier noch ein Audiolog? Ja. Oh, ein Aquarium, wie schön. Aber cool Ding. Tatsächlich würde ich persönlich auch gerne ein Aquarium haben. Aber Fische sind auch so. Also, sie sind sehr beruhigend, ne? Aber. Wenn ich mir überlege, wie man so ein Aquarium einrichten kann, das finde ich. Oh. Alter, das war ja mal gar nicht laut. Ihr Penner. Eieieiei. Das war ja lustig. Tausend Credits. Haben wir eigentlich gesagt, was ist das hier? Ah, alle tot. Ist das toll. Schön, schön, schön. Ja, was würde ich sagen? Bevor ich hier von der Löschanlage irgendwie zu Tode überrascht wurde. Ich finde es ja cool, einfach so ein Aquarium einzurichten. Ja, es gibt ja so viel krassen Scheiß, den man da nehmen kann zum Dekorieren. Das ist ja echt Wahnsinn. Uhu. Oh, was ist denn da hinten? Komm ich da ran? Ich muss das Ding wirklich mal loslassen. So. Bin etwas verwirrt. Manuelles Nachladen mit Viereck. Haben wir das auch mal gemacht. Okay. Ja. Okay. Entweder ein paar schöne Steaks oder eher Bluttransfusion. Karte. Haben wir denn eine Karte von dem Ganzen hier? Nö. Erstmal nicht anscheinend. Nee. Okay, also ich würde mal ganz kurz mal in eine Ecke hier zurücklaufen. Weil wir werden sehr schnell davon weggeführt. Und ich habe ein bisschen Angst, mal was zu übersehen hier irgendwie. Also entweder halt Cash. Hier, yeah, genau, so eine kleine Box wie hier. Wo bestimmt einfach nur 600 Credits drin sind, aber immerhin. Die sind nachher kriegsentscheidend. Oh, und nochmal Plasma-Cutter.
Ja, tatsächlich muss ich immer zusehen, dass ich hier wirklich alle Leichen irgendwie plättere. Weil es gibt von diesen Necromorphs, ja, Fledermaus-ähnliche Exemplare, nenne ich es mal so, die Infector. Das heißt, das sind die Viecher, die den Typen, der uns am Anfang befreit hat, infizieren und zu Necromorphs machen. Und ja, umso mehr Leichen quasi in so einem Raum rumliegen, umso mehr potenzielle Gegner hast du nachher. Deswegen am besten immer gleich vorher irgendwie ein bisschen entschärfen die Situation, indem du halt einfach ein paar Leute... entlimmst. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Scheiße. Scheiße, ey. Munition eingesackt. Hier kommen wir nicht lang. Oh, was haben wir hinten? Half Pack. Mini Pack klein, sehr geil. Davon haben wir bis jetzt nicht so viel. Von daher sacken wir dankbar alles ein, was wir finden. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Textlock. Aufgrund der neuen erinnerungshemmenden Medikamente sind die Patienten uns gegenüber erregt und kampflustig. Sie vergessen von einem Tag zum anderen, wer sie sind. Und wir müssen jeden Morgen überzeugt werden, ihre Zellen zu verlassen. Viele sind so verängstigt, dass sie nur sediert zum Verhörraum gebracht werden können. Pfleger Gusetis? Was? Pfleger Gusetis wurde dreimal von Patienten 6 gebissen. Ja. Dem jetzt jeden Morgen erklärt werden muss, warum sein Kiefer gebrochen ist. Eieiei. Ach, ei. Ja, das ist natürlich. Ist blöd, aber was willst du machen, ne? Das ist alles ohne Frage Selbstschutzes. Okay, gut. Dann. Let's go in this room. Wo sind wir denn da? Obere Lobby. Wer wohl? Wer ist hinter uns her? Das ist ja nicht für eine düstere Frage. Wo ist er denn hin? Also die Musik ist... die Musik ist echt stressig. Das ist richtig nervig. Wahrscheinlich haben sie ihn schon alle gemacht. Pfleger Gusetis. Pfleger Gusetis. Isaac, hier durch. Kommen Sie, Isaac. Oh, nein. Isaac, erinnern Sie sich nicht an mich? Ich bin Patient 5. Patient 5, wissen Sie? Erinnern Sie sich? No. Nope. Dana, Ihre Scheißroute war falsch. Da ist eine Sicherheitsabregelung. Sie sollten sich beeilen. Die könnten Sie verpassen. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Gut. Mal sehen, wie weit die Ohren nicht kommen. Scheiße. Ist geil. Shit. Okay. Oh, fuck. Boah, schnell umgehen ist gut. So, wieder, also, wie ging noch der Clawfinger-Song? Pin you down. Dana? Dana! Okay, Sie haben recht. Ich brauche Ihre Hilfe doch. Reden Sie mit mir. Hören Sie, Isaac, wir müssen keine Freunde werden. Aber wir stecken da zusammen drin. Type Man ist Ihr Feind, nicht ich. Okay, ich habe eine neue Route für Sie gefunden. Gut. Wo zum Henker bin ich also?
Wie konnte es zu einem weiteren Ausbruch kommen? Sie sind auf der Titanstation, die den Saturn umgeht. Scheiße! Kite-Man stört mein Gedrückt! Okay, Kite-Man ist also der Feind. Schauen wir nochmal. So, ich bin jetzt an vielen Sachen oben, glaube ich, vorbei. Ihr haltet jetzt oben aufgenommen, was ich da vorhin blau habe leuchten sehen. Ich denke mal, ihr ganzen Leute, die mir zuschauen, ihr. Ja, doch, habe ich aufgenommen. Oder ist irgendwo hingeflogen? Das kann natürlich auch sein. Schauen wir nochmal kurz. So, schnuffeln wir uns mal rein. Ich denke, Munitionstasche sieht vorerst ganz gut aus. Vorerst. Aber das kann sich natürlich extrem schnell machen. Das kennen wir ja. Alles steht und fällt mit dem nächsten Bossgegner. Okay, da geht's lang. Alter, beruhig dich doch mal bitte, du Rollstuhl. Wir müssen also. Okay, wir können da rein oder da rein. Das ist auch egal. Textblock. Zur Händenrezeption. Bitte überweisen Sie alle registrierten Personen, die sich über Angstsymptome und oder psychologische Probleme beklagen, an die anderen Krankenhäuser in der Gegend. Wir sind ausgebucht und haben kaum noch stimmungsaufhellende Medikamente. Nach den jüngsten CEC-Entlassungen und der zunehmenden Spannung zwischen Unitology und EarthGov war ich davon ausgegangen, dies sei der Höhepunkt. Aber diese neue Welle ist etwas völlig anderes. Dr. Brian Alpers, Psychologieabteilung. Ja. Okay. Plasma Energie. Nehmen wir mit. Wir müssen geradeaus weiter. Okay. Denn den Cutter wenden. Ah, okay, alles klar. Man kann den Cutter so ein bisschen wenden. Irgendwie, das macht sich sehr bemerkbar, je nachdem, welche Körper. Bitte? Welche Körperteile du abschießen willst. Klingt jetzt ein bisschen drastisch. Ist aber wirklich doch eine Frage der. Der Usability. Slim, Slim. Triage-Raum, Alter. Ja, ist ja wunderbar, Triage-Raum. Es gibt auf diesem scheiß Schiff einen Triage-Raum. Ich denke, jeder kennt seit der Corona-Pandemie das Wort Triage. Jetzt werde ich nicht weiter darauf eingehen, oder? Fetter Sound, ey. Langsam, ey. Was? Was war mit ihm? Hallo? Muss ich von dem Penner wegrennen? Der Quatsch.
geht mir das jetzt hier gerade auf den Sack? Alter, jetzt kann ich ihn töten oder was? Oh nein, was für eine sinnlose Aktion. Nein, ist das ein Epic Fail.